Jetzt. So, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen hier in dieser düsteren Höhle, wo wir uns gerade befinden. Okay, wir sind, wie hieß die Höhle? Bärenzahnhöhle, genau. Wir befinden uns in der Bärenzahnhöhle. Keine Ahnung, ob wir hier richtig sind oder ob das einfach nur ein Ort ist, den man nebenbei so ein bisschen erkunden kann. Wir werden es sicher gleich herausfinden. Gemeinsam begeben wir uns auf der Spur, auf die Spur und auf die Fährte der Bären. Schauen wir doch mal, was hier steht. Anmerkung zu den Legenden der westlichen Stämme. Von Red, dem Gelehrten der Sommerinseln. Alles im Land der Götter ist heilig. Genau. Insbesondere der Schrein, den man Leuchtturm nennt und von dem man sagt, er wäre ein Ort der Macht. Da müssen wir hin. Einige der alten Schriften bezeichnen ihn als Haus des ersten Lichts. Die Wiege der Welt, in der die alten Götter erwachten und von der aus sie das Land erkundeten. Nunmehr ist es ein kleiner, schwarzer Turm, bestehend aus fremdartigen Obsidian, einsam und verlassen. Ein Relikt in den Augen unserer Zivilisation. Es ist falsch, sich nicht um die Überbleibsel unserer Vorfahren zu kümmern. Ah, ist es falsch? War eine Frage gewesen. Gut. Befinden wir uns jetzt eigentlich schon? Nee, ich glaube noch nicht, oder? Naja, schauen wir mal. Mal ein bisschen Licht machen hier. Sonst ist das Ganze wieder ein bisschen dunkel, ne? Oh, da oben ist was. Komme ich dann auch wieder ganz einfach hoch? Nee, dann reden wir doch erstmal da oben mit dem, was auch immer da ist. Was ist denn das? Ein Bär. Ein riesiger Eisbär. Oh, wie cool ist das denn? Sei willkommen, meine Dame. Es ehrt mich, dich hier empfangen zu dürfen. Du kennst mich nicht, aber ich weiß, wer du bist. Komm, lausche meiner Geschichte. Ah, ich erinnere mich daran, als Kara noch ein Junges war. Es war ihr erster Besuch im Land der Götter. Ihr Clan war auf der Durchreise. Ich selbst war noch jung, nicht mehr als 100 Jahre alt, nur sehr jung. Wie es der Zufall wollte, machte sie in der Nähe meines Heims Rast. Als wir uns begegneten, kam sie auf mich zu. Sie konnte nicht sprechen, aber sie umarmte mich und ihr Herz sprach zu mir. Jahre später kehrte sie zurück. Sie erinnerte sich an mich. Eine ihrer ersten Erinnerungen, sagte sie. Ich bat ihr einen Pakt an. Aber sie war schon in die Dienste des Vogels der Dorninsel getreten. Wir wurden jedoch gute Freunde und nach dem großen Zerfall war ich es, der sie als erster traf. Der Schöpfer hatte sich gespalten, um die wachsende Leere aus seinem Herzen zu verbannen. Die Welt zerfiel, er bat Kara, die Teile seines Selbst zu beschützen. Drei mächtige Fragmente, die Leere verbannte er ins Gefängnis und noch etwas blieb, seine Hoffnung, seine Träume und seine Liebe für die Schönheit dieser Welt. Viel Zeit verging, ehe mich Kara erneut aufsuchte. Die Welt war einmal mehr still geworden und sie schenkte mir das, was noch geblieben war. Das Junge war so klein wie Kara, als ich es zum ersten Mal traf. Und ihr Name war Mena. Okay. Also dieser Bär redet anscheinend auch über diese Fragmente, wo wir ja schon zwei Stück besitzen. Was haben wir hier? Anmerkung zu den Legenden der westlichen Stämme von Red, dem Gelehrten der Sommerinseln. Alles im Land der Götter ist heilig, insbesondere der Schrein, den man Leuchtturm nennt und von dem man sagt, er wäre ein Ort der Macht. Einige alte Schriften bezeichnen ihn als Haus des ersten Lichts, die Wiege der Welt, in der die alten Götter erwachten und von der aus sie das Land erkundeten. Ah, das ist derselbe Text wie vorher auch. Okay. Nun gehen wir mal hier lang. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt wirklich einfach nur ein Eingang ist oder ob das jetzt einfach so zusätzlich war, dass man den Bär da treffen konnte. Weil wir müssten ja zum Leuchtturm und das war ja kein Leuchtturm, das war einfach eine Höhle gewesen. Nee, ich glaube, da geht es nicht groß weiter. Gehen wir mal hier lang. Du. Oh, wo geht's denn hier lang? Oder ist das wieder der Ausgang? Jetzt bin ich mal gespannt. Wird geladen.
Okay. Ah, das war aber der Höhleneingang, ne? Wir müssen aber zu einem großen schwarzen Leuchtturm, hat er gesagt. Heieiei, hier sieht man ja gar nichts. Das hier vielleicht? Nee. Shit. Das Dach der Welt. Also nach einem Leuchtturm sieht mir das aber nicht aus. Oder? Das da? Könnte das der Leuchtturm sein hier oben? Ein heiliger Rückzugsort fernab vom Trubel der Welt. Nachdem ersichtlich wurde, dass die Welt der Heilung bedurfte, verreiste der Bär die Türme und ließ den Schlüssel an andernorts gefrieren. In der Höhle der Harmonie, aus Glocken und Eis, östlich von hier gelegen, inmitten der heulenden Gipfel. Entschuldigung. Höhle der Harmonie, östlich von hier gelegen. Also hier, irgendwo. Höhle der Harmonie, östlich von hier. Für mich ist das Osten. Na, dann bin ich mal gespannt, was wir hier finden. Oder ist das der Turm da? Weil viel mehr wird da nicht mehr kommen. Wenn, dann hier irgendwo, oder? Die Höhle der Harmonie. Vielleicht hier irgendwo. Uiuiui, ganz ruhig. Ganz ruhig, Große. Was ist das? Ah, das sind nur Statuen. Ich dachte, das sah aus, als würde da einer stehen. Das ist echt cool, sich so in den Vogel zu verwandeln. Das ist wieder so ein Brunnen. Hey, ich bin ein bisschen erkältet. Tut mir leid, Leute. Heulende Gipfel. Ja, aber wo ist denn jetzt dieser blöde Leuchtturm? Was ist das denn? Das ist eine Höhle. Oder? Ja. Nun denn. Ist das eine Höhle? Ja. Höhlen der Harmonie. Kommt schon, Höhlen der Harmonie. Dum dum. Dum dum dum. Dum 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 dum. Und? Ja. Hier ist irgendwo der Schlüssel versteckt. Der Bär. Das ist Eis. Cool. Mal gucken, ob der Schlüssel da oben ist. Aber das ist doch das, was wir brauchen, oder? Das könnte auch der Schlüssel sein hier. Aber wir können nichts machen. Nun denn. Ui. Da ist wieder eine Schriftrolle. Aber ansonsten ist hier nichts, ne? Vielleicht hätten wir auch noch nicht hier reingehen müssen. Sind wir zu früh hier gewesen? Nee, das ist keine Schriftrolle. Ich glaube, wir sind zu früh hier. Wir müssten zuerst in den Leuchtturm rein. Scheiße. Na, da vorne kommt man noch rechts, glaube ich. Aber hier ist nichts. Nö, hier ist nichts. Da kommt man nur hoch.
blöd. Ich glaube, wir müssen also tatsächlich zuerst in den Leuchtturm rein. Oder was ist das? Das ist richtig. Und das bedeutet? Ah, da oben ist noch so ein Teil. Guck mal. Cool. Da ist auch noch so eins. Wir müssen alle drei Glocken aktivieren wahrscheinlich. Vier sind sogar. Da ist noch eine. Boah, jetzt geht's ja richtig ab hier drinnen. Und die letzte. Ja. Sehr schön. Ist das jetzt schon das Fragment oder ist das jetzt nur der Schlüssel? Ich glaube, das ist nur der Schlüssel. Weil es hieß ja, der Schlüssel sei versteckt hier in der Höhle der Harmonie. Ja, das sieht ja nicht nach einem Fragment aus. Das ist eindeutig der Schlüssel. Ach, Leute. So. Sehr schön. Jetzt haben wir den Schlüssel. Und keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Vielleicht ganz da zur Spitze, kann das sein? Oh, nee. Oh, Glück gehabt. Oh, guck mal, nee, unser Kollege wartet hier wieder. Ja, das ist wie die letzten zwei Mal, wo dann dieser zweischwänzige Fuchs auf uns gewartet hat und uns als nächstes gesagt hat, wo es hingeht. So, was hast du uns zu sagen, mein lieber kleiner Freund? Meine Freundin, die kleine Wanderin, hat ihren Weg in den hohen Norden gefunden. Es ist dir nicht kalt? Sogar mich friert es hier an diesem Platz, in meinem Pelz. Vielleicht liegt es an der Heißblütigkeit der Menschen. Nun ja, zumindest ist es dir gelungen, die Luft hier drin einen Schimmer zu verleihen. So wie die Sterne auf dem Dach der Welt, dort wo die Luft frisch und rein ist und alle Stürme ruhen. Ein Schlüssel im Eis, um das Eis zu brechen. Geh nach Westen, dann nach Norden, aber erfriere nicht, so wie schon so viele andere Wesen vor dir. Also erst nach Westen und dann nach Norden. Schauen wir mal auf der Karte. Also erst nach Westen und dann nach Norden. Westen, Norden. Ja, nee, ist klar, wo wir jetzt hin müssen. Nun denn, wir begeben uns auf den zum letzten Tempel. Jetzt können wir eigentlich langsam schon einschlagen. Boah, das ist richtig geil, so als Vogel hier rumzufliegen. Wenn ich hier eigentlich mit den Winden reise, müsste ich doch schneller sein, oder? Yep. Hui. Kein Wunder, dass nur die sich in Vögel verwandeln können, diese Pilgerreise machen. Wie soll denn ein Bär bitte von der einen Insel zur anderen kommen? Wisst, was ich meine, oder? Stopp. Tempel öffnen. Ist dann jetzt hier schon der Eingang oben bei dieser großen Burg? Ne, eindeutig oben bei dieser großen Burg. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns dort erwartet. Und rein. Klapp. Bin gespannt. Muss ab und zu mal so ein bisschen auf die Zeit gucken, dass die Parts nicht zu lang werden oder zu kurz oder genau richtig. Wir werden sehen, wir werden sehen. Okay. Rechts vor links. Oh, da hinten habe ich schon was erspähen können, meine lieben Freunde. Oh Gott, das ist wieder so ein Riesentempel, habe ich das Gefühl. Bis man sich da immer erst zurechtfindet.
Cool, jetzt kann man da auch rechts gehen. Hier können wir irgendwas aktivieren. Ah, okay. Ich würde sagen, springen wir gerade da runter, oder? Jo. Oh, das ist wieder so. Sind das wieder so Glocken? Boah. Ja. Oh, wir müssen schnell machen. Oder? Hey! Das geht ja gar nicht. Klasse, jetzt falle ich auch noch runter hier. Ist das überhaupt ein Rätsel? Oh Mann, ich hasse das, wenn man das nicht weiß. Doch, doch, sonst öffnet sich ja gar nicht die Tür. Gehen die unterschiedlich hoch und runter? Keine Chance. Keine Chance. Hä? Okay, wir gehen mal weiter. Gucken wir, ob wir das überhaupt machen müssen. Oh, hier kommen wir gar nicht durch. Aber was müssen wir denn hier machen? Das ist ja wohl eindeutig das nächste Rätsel. Eins. Die Glocken da, die Leuten da unten. So schnell kann doch gar keiner hüpfen. Hey Mann, so schnell geht das doch gar nicht. Geh mal da unten lang, da geht's ja anscheinend auch noch lang. Wow. Gruselig, so eine Statue. Hier ist noch mehr. Und jetzt? Da rein? Ja. Wenn ihr die Wahl habt zwischen nach oben und nach unten gehen, geht immer nach oben. Dun, dun. So. Da kommen wir nicht weiter. Okay. Dun, 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 dun. Das ist dieses Obsidian. Ach, weiß nicht. Obsidian, ob die das. Oh, guck mal, da hinten ist wieder so ein Geist oder sowas. Er scheint zu beten. Zu dieser Gottheit. Hier ist wieder eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Und hier? Oh, hier können wir wieder was aktivieren. Sehr schön. Aber wir sind jetzt auf der anderen Seite. Von diesen Glocken. Hä? Aber wofür braucht man die denn dann? Und das hier? Ist nichts. Und hier kann man nichts machen. Aua! Hm. Die Tür geht garantiert nicht auf. Hä? Hier war ich ja vorhin oben gewesen. Das bringt mir ja aber nichts.
Oh, sag mir nicht, ich muss doch irgendwie diese blöden Dinger hier aktivieren. Kann ich auch einfach... Nee, laufen kann ich nicht. Da unten ist sicher mal auch nichts. Oh, Leute, da muss ich ganz kurz ran. So, da bin ich wieder. Ein sehr, sehr wichtiger Anruf. Ja, jetzt können wir aber trotzdem mal schnell schauen. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. Vielleicht muss man die auch irgendwie erneuern. Das ist ja anscheinend... Ach, ich weiß nicht, wie mache ich denn das am besten? Guck mal, hier drauf. Hier drauf. Jetzt wieder hier drauf. Und jetzt falle ich runter. Toll. Oh, wie soll ich denn diese blöden Dinger aktivieren? Es müssen ja wohl offensichtlich alle unten sein. So. 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 Keine Chance. Keine Chance. Überhaupt keine Chance. Ich bin aber auch schon hier überall lang gelaufen. Leute, ich schau ganz schnell nach. So. Ich tue das ja eh kürzen. Ist einfach woanders hoch, oder? Okay, wir gehen einfach noch. So, okay, kurz nachgeguckt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Wir gehen einfach nochmal ein Stück zurück. Von da, wo wir gekommen sind. Müsste doch hier gewesen sein. Und ja, schauen wir mal. Ah nee, das war nicht hier. Ah, alles zurück wieder in die andere Richtung. Weil bei den Dingern, vielleicht sind die auch echt nur... Ah, ich weiß nicht, wofür die sind. Keine Ahnung. Da leuchtet ja nur eins. Da leuchtet nur ein so ein Ding. Muss ich die alle aktivieren? Ist das euer Ernst? Uiuiui, also nochmal zurück, wie gesagt. Wir können auch mal hier rechts gehen, oder? Ja, Anni hat nur wieder irgend sowas. Leg sie einfach hier hin. Jetzt haben wir mehr, als wir jemals essen können. Okay. Das sind Seelen vergangener Menschen aus vergangenen Zeiten. Oh. So. Oh, wir können mal hier links lang gehen. Hier haben wir aber nichts. So, dann halt mal rechts lang. Ich glaube, ich werde hier den Tempel oder ich werde das... alles in einem Stück aufnehmen und dann auch zwei Parts draus schneiden einfach. Oh, jetzt sind wir hier in diesem Raum. Interessant. Hier waren wir jetzt selber noch nicht gewesen. Ein Rätsel. Wieder mal.
Gucken wir. Heieiei. Was müssen wir denn überhaupt hier für eine Figur draus machen? Ah, das, was am Boden ist, guck mal. Genau. Perfekt. Jetzt juckt. Da sind zwei Türen. Okay, und wir müssen jetzt hier lang? Ich glaube schon, oder? Genau, da ist so eine Tür. Kann man die jetzt einfach aufmachen? Ui. Geht sie einfach auf? Ja. Hallo, meine lieben Freunde. Hier ist wieder so ein Teil. Was auch immer das bringt. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich nehme an, die Tür kriegen wir nicht einfach auf. Aber da geht's gar nicht lang. Wie kommen wir denn da rüber? Anscheinend ja nicht. Zeig mal hier. Was ist denn hier? Nichts. Mann. Tut mir leid. Das ist momentan gerade sehr wichtig. Ich weiß, dann sollte ich auch nicht gerade aufnehmen, aber ich möchte spielen. So. Das war's. Wo müssen wir lang? Oh, warte, die Tür ist aufgegangen. Genau. Gucken wir mal. Dankeschön. Oh, jetzt ein Text wieder. Als der Schöpfer die Welt erschuf, erweckte er die Götter, damit sie sich ihrer ähnen, was annehmen. Doch oben im Himmel schwamm zuerst der Wächter des Schleiers als mächtiger Schutzwall gegen die kalte, schwarze Unendlichkeit. Sang er ewig wohlige Lieder. Okay, gut. Ist aber nur ein Text, ne? Mehr steht hier nicht. Die Brücke haben wir jetzt aufgemacht. Sagt uns aber auch nicht wirklich, wo die ist. Warte mal. Hat gerade alles rot geleuchtet? Sag mal hier. Ah. Nee, warte mal. So. Zack. Jetzt auf das mittlere. Ah, ich verstehe, wie es geht. Jetzt auf das hier. Auf das muss echt einer mal kommen. Und ich dachte, ich muss irgendwie alle gleichzeitig runterdrücken. Das Eingangstor ist zugefroren. Wir sind hier drin gefangen. Aber ich habe doch genug Nahrung, habt ihr das letzte Mal gesagt. Da ist nichts mehr. Okay, interessant.
Wir müssen die anscheinend immer weiterleiten. Genau. Kommen wir da auch durch? Nee, ich glaube nicht. Oder doch? Ja, da ist ja zu. Wir müssen da ja durch. Oh nee, da kommen wir gar nicht durch, oder? Nee. Und jetzt? Hä? Die Tür ist ja zu hier. Ah, hier ist was. Ja, wow, kommen wir einfach wieder zum Anfang. Ist das jetzt dein Ernst? Was bringt uns das denn? Ah, guck mal, hier kommen wir auch noch lang. Ah, ne, von hier sind wir gekommen. Da oben ist wieder ein Rätsel. Warte. Da oben ist ja noch ein Rätsel. Um die Tür aufzumachen. Ist ja cool. Ah, jetzt verstehe ich, wie das hier funktioniert. Ah, auf das muss man aber auch wirklich erstmal kommen. Oh, okay, hier sind wir. Hier waren wir aber schon. Das bringt uns jetzt gerade nicht viel. Da waren wir auch schon. Hä? Hä? Da oben gehen diese Strahlen durch. Das heißt, wir müssen den Aufzug irgendwie runterholen. Ja, aber... Oder geht die Tür jetzt auf? Nee. Da müssen wir später sicher durch, glaube ich. Aber das reicht noch nicht, was wir hier machen. Hier ist auch nicht mehr, außer dass die Brücke da aktiviert ist. Ne? Und hier kommen wir aber auch nicht mehr lang. Das wird eine lange Folge. Wo müssen wir als nächstes lang? Wollen wir mal probieren, hier oben lang zu gehen? Okay. Ist die Tür schon vorher offen gewesen? Ja, aber wir sind hier nicht durchgekommen, stimmt. Jetzt weiß ich's. Sehr gut. Genau, da unten ist nämlich diese Brücke, wo wir, hier ist die Brücke, die wir von unten aktiviert haben. Und jetzt, meine Lieben, gehen wir rauf, 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 immer schön die Treppe rauf. Oh, jetzt können wir auch hier weitergehen, guckt. Ja, es dauert einfach mal ein bisschen, bis man sich in so einem Tempel halt zurechtfindet. Oh, wir sind drinne. Sehr schön. Ah, okay. Wir müssen hier runterrutschen. Und wir sind beim letzten. Um das letzte Fragment zu holen. Oh, ein riesiger Blauwal. Oha, ist der groß. Komm näher, kleine Heldin. Ich werde dir deine Federn schon nicht stutzen. Ich bin der Wächter des Schleiers. Ich beschütze die Welt vor der Ewigkeit. Ich habe viele Jahre damit verbracht, die Risse zu schließen und die Welt, die diese Welt bedrohen. Nun, ohne Glaube, deinesgleichen sind meine Kräfte beinahe aufgezehrt. Nicht viel ist geblieben, um erst Traum der großen Träumerin,
vom ersten Traum der großen Träume, vom Traum, den wir Heimat nennen. Wusstest du, dass der erste Traum vom Schöpfer ersonnen wurde? Seine einzige Schwäche war die Zuneigung zu deinesgleichen, kleiner Mensch. Um euch zu erschaffen, verflocht sich sein Herz mit den euren, aber eure Herzen verkrümmten. Aus Angst vor dem Nichts, das in ihm schlummerte, riss sich der Schöpfer die Leere aus dem Herzen. Zeit verändert jedoch vieles und eine neue kleine Heldin steht nun vor mir, ein Mensch sogar. Hör mir gut zu, Heldin, dies sind meine letzten Worte. Dies ist das letzte Fragment, welches Kara uns anvertraut hat. Nun bleibt nur noch eins zu tun. Kehre mit den drei Fragmenten zum Leuchtturm im Süden zurück, dorthin, wo deine Freunde ihr Lager errichtet haben. Der Leuchtturm wird dir den Weg weisen. Nun liegt es an dir, kleine Heldin. Also jetzt muss ich zum Lager zurückkehren. Genau. Oha. Das sah übel aus. Jetzt müssen wir uns beeilen. So, meine Lieben. Ich denke, dass ich an der Stelle jetzt den Part beende. Tut mir leid, dass das Telefon ein paar Mal geklingelt hat. Wie gesagt, ist gerade momentan ein bisschen Notfall am Laufen. Und ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend und haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao.